So, willkommen zum vorletzten Sarge-Game. Digimon Heroic Battle Spirit. Ja, was das jetzt mit der Sarge zu tun hat, ich keine Ahnung. Aber nachdem ich das mit Freedom Planet im letzten Sarge verpasst habe, ich hätte spielen müssen damals, dann hätte ich das miterlebt. Ich bin so ein Vollidiot gewesen. Das glaubt ihr mir nicht. Jetzt fange ich schon an wieder zu heulen wegen deswegen. Aber ich hoffe, dass ich damit diesmal durchkomme, bevor das zu einem festen Game wird. Wen haben wir da? Das ist Agumon. Oder mein Head. Wer am I? Tay, is he anybody? Oder Tay, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß nichts. It's sad to study, must be grown. I can't stick around, I gotta find a way out. Was kannst du eigentlich so? Okay. Ich weiß nicht, wie man sich verteidigt. Mit F können wir das machen, wir können was werfen. Das können wir noch machen. Ich drücke alle Tasten. Ich versuche alles, was ich kann, nur um rauszukriegen, was man machen kann. Oder können wir doch nur das machen. Okay. Haben wir doch was gehabt, die Axt. Verdammt, wie ging die verdammte Axt? Ach so. Warum ist am besten keiner hier? Los, lauf, du Vollidiot. So. Erstmal aufladen. Hab. Der wird schwer sein zu besiegen. Das war's für uns erstmal. Nochmal. Versuchen wir es noch einmal. Dann versuchen wir nochmal zu fliehen. Okay. Der ist auch weg. Ah, so geht das. Ich verstehe. Ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wofür das hin? Ich spring mal hoch. Ein Digicore-Fragment? Was ist denn das für eine Scheiße jetzt erstmal? Okay. Stirb. So ist nix. Dann gehen wir weiter ins nächste Teil der Stage. Ich weiß nicht, was hier alles ist.
Stirb. Okay, er ist tot. Wo sind wir hier? Ich glaube, es wird schwer sein, hier rauszubekommen, wo wir sind. Ich verstehe es nicht. Continue. Kann man Autosave machen? Können wir rausbekommen? Nee, wir machen keinen Autosave und schießen. Komm schon. Ich weiß nicht, soll ich sowas Einfaches hinkriegen wie das hier? So, er ist auch tot. So, du stirbst auch jetzt mal. Warum können die nicht sterben? Einfache Frage. Ja, es ist echt gruselig hier. Wir hauen ab, besser bevor es... Wow. Den schieße ich jetzt ab. So, der ist auch weg. Das ist ein grüner Kern. Es ist ein echt merkwürdiges Game, aber falls das irgendwie mal eine Art Indie-Game sein soll, was später mal Erfolg hat. Und jetzt erstmal zerkratzen, nur. Ich kratz dich zu Tode. Ein blaues Fragment. Okay. Ja, das wollen wir nicht wissen. Wenn wir das können. Dich töten. Sowas wie digitieren oder sowas ähnliches in dem Spiel, ich weiß es nicht. Und Jura, das verwirrt mich. Okay. Wer ist ein Devimon? Autosave. Save. Close. Okay. 3, 4, 5. Das sollte ihn auslöschen. Und den Kerl auch. Dann wo soll es hingehen? Wo ist der Ausgang? Okay. Verdammt. Stirb, du! Lass dich nicht treffen! Agumon, du verdammter Hund! Du sollst die zu Tode fisten. Bleib hier unten, hier sind wir sicher. Und runter mit uns. Treffer. Das soll ich ihn jetzt umbringen. Wir haben kaum noch Energie.
Okay. Das könnte gefährlich sein hier. Ich denke mal, zwar nicht jetzt, aber naja. Und jetzt haben wir schon 300. Meine Fresse, wir sind stark. Spielen wir uns mal eine Runde. Ich glaube, ich habe irgendwie Bock drauf, weil es irgendwie gerade lustig ist. Ich springe hier hoch auf diese Plattform, wo es mir jetzt gelandet. Hier in einem Tower. Ich stirb. Gibt's einen Bossfight vielleicht? Schauen wir uns danach. Das hat irgendwas gebracht. Ich weiß jetzt selbst nicht, aber naja. Wir machen sowieso jeden hier fertig. Für das hin. Was wir da lang gehen. Stirb. Stirb. Okay, machen wir erstmal hier auch kämpfen. Wir battlen uns hier hoch. Sind wir oben. Und du stirbst. Runter. Und weiter geht's. Oh, mein Laptop wird langsam warm hier. Ich glaube, wir haben langsam zu viel gemacht schon. Devimon. Verdammt. Stirb. Okay. Stirb. Verdammt, wir werden drauf gehen. Das war's für mich erstmal. Continue. Load. Ich weiß nicht. Machen wir weiter? Nee, ich glaube, das war's erstmal. Ich hab den. So. Versuchen uns zum Boss durchzuschlagen. Ich muss ja nicht kämpfen unbedingt. Hab. Wo wir jetzt eben bekämpft haben hier. Also ich sage mal, ich beende hier das Ganze. Also wenn es euch gefallen hat, dann schreibt auch einen Kommentar und vergisst auch natürlich die Bewertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Zum letzten Sage-Video und ja. Ihr wisst, was das heißt. Im letzten Video werde ich dann auch den großen Sieger verkühren, welches Sage-Game mich am allermeisten überzeugt hat. Aber ich würde es nochmal versuchen gegen Devimon. So. Ist mir egal, wie stark du bist. Okay. Das war's. Also, bis dann, Leute.